Am 16. März 2021 ist es jetzt endlich soweit, Crusader Kings 3 bekommt knapp ein halbes Jahr nach Release seinen ersten DLC. Das ist ein Flavor Pack und kommt zusammen mit Patch 1.3. Ich gehe in diesem Video nochmal auf alle Neuerungen ein, die euch erwarten. Und natürlich wie immer, wenn euch das Video gefällt, dürft ihr gerne eine Bewertung da lassen und falls ihr immer bestmöglich über alles, was aus dem Hause Paradox kommt, informiert sein möchtet und natürlich auch immer das Beste vom Besten am Gameplay sehen wollt, dann dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Aus embargotechnischen Gründen kann ich euch zwar noch kein Gameplay zeigen, aber wir können natürlich uns schon mal alles anschauen, was denn mit den Northern Lords uns erwartet. Eine der ersten Sachen ist, dass man natürlich erstmal differenzieren muss. Northern Lords ist ein Flavor Pack. Das habe ich ja damals auch schon gesagt, als ich darüber geredet habe, was uns in Zukunft für Crusader Kings 3 erwartet. Und da habe ich auch gesagt, dass es wahrscheinlich Flavor Packs geben wird. Und wie immer hatte ich recht. Auch hier beginnen wir mit einem Flavor Pack. Damals bei Crusader Kings 2 gab es sowas nicht. Flavor Packs sind quasi keine richtigen großen Add-ons, Erweiterungen, sondern kleine, die sich auf bestimmte Bereiche des Spiels fokussieren, diese ausbauen, erweitern und verbessern wollen. Grundsätzlich dabei, wenn man die nicht hat, macht man keinen großen Fehler, sie sind etwas billiger. Dieses hier kostet zum Beispiel 6,99 €, die großen Erweiterungen kosten ja meistens zwischen 15 und 20, ich glaube manchmal sogar 25 €, wenn es was ganz Großes war, aber das ist mal relativ selten der Fall gewesen. Das Flavor Pack für Crusader Kings 3 bringt Patch 1.3 mit sich, darauf gehe ich am Ende des Videos nochmal ein. Und ich erzähle euch jetzt quasi alles, was neu mit den Northern Lords reinkommt. Die erste Sache ist, dass man mit seinem Herrscher, als einer der nordischen, wenn man eine der nordischen Kulturen spielt, mit seinem Herrscher quasi eine Invasion starten kann. Es funktioniert dann quasi so, man schnappt sich dann quasi ein paar Leute, die ihn unterstützen wollen und tuckert dann irgendwo in den Süden und kann dann da quasi Ländereien erobern und diese dann für sich nutzen. Da muss man dann quasi natürlich gucken, wie ist das Balancing technisch, denn die KI nutzt das quasi auch. Das heißt, sobald ihr dieses Flavor Pack gekauft habt, Northern Lords, dann wird es auch passieren, dass die KI natürlich ebenfalls das Ganze nutzt. Und da muss man aufpassen, weil es ist immer sehr kritisch. Vor allem, es gibt ja eh schon relativ viel KI-Spam, sage ich jetzt einfach mal. Und die KI geht eh immer sehr, sehr aggressiv mit allem um. Deswegen habe ich da ein bisschen die Befürchtung, dass es dafür große Reiche vielleicht noch schneller kaputt gehen könnte. Also muss man gucken, wie sie das Balancing technisch umsetzen. Ansonsten ist es eine coole Sache sicherlich, dass man da auch als nordischer Herrscher natürlich hergehen kann und sich dann auf den Weg in den Süden macht. Oder natürlich auch in den Osten oder in den Westen, falls man nach Großbritannien möchte. Und das ermöglicht natürlich auch Roleplay technisch wieder einige neue Möglichkeiten. Zusammen mit dem Northern Lords Flavor Pack gibt es ebenfalls dann für Besitzer des DLCs neue Einheiten, die ihr rekrutieren könnt. Zum Beispiel die Varangian Veteranen. Das sind ja auch, glaube ich, die damals der byzantinische Kaiser mit angeheuert hat. Außerdem gibt es neue Grafiken, neue schöne Dörfchen und es gibt auch ja, neue Musik für die Besitzer des Flavor Packs. Das ist immer eine schöne Sache. Also ich fände es zwar schöner, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man diese musikalischen Inhalte auch kostenlos verfügbar machen könnte für alle, weil ich finde sowieso, dass der Soundtrack in CK3 aktuell noch sehr dürftig ist. Deswegen hätte ich es sehr cool gefunden. Hätte man da auch eventuell was kostenlos zur Verfügung gestellt, aber gut, ist okay, macht das halt mit dem Flavor Pack, wenn ihr das wollt, ist ja eure Sache, vielleicht gibt es ja für normale Spiele auch nochmal irgendwann kostenlose Musik. Was ebenfalls neu mit reinkommt für die nordischen Kulturen ist ein großer Blot, also es ist quasi ein großes Blutopfer, da kann man bestimmte Voraussetzungen, muss man dafür natürlich auch erfüllen, was den Glauben angeht und da kann man dann bestimmte Sachen opfern und dann bekommt man bestimmte Boni dann halt quasi für sein Reich und das gibt einem natürlich dann auch Frömmigkeit. Da ist ja was Positives, man opfert ja etwas den Göttern, die Götter finden es natürlich gut, wenn man was opfert, na, auch wenn es es nicht gibt, aber damals war es halt so und das ist dann halt quasi, ja, kann man übrigens auch lustigerweise Menschen opfern, ne? Falls es da jemanden gibt, den ihr loswerden wollt, könnt ihr den opfern, wobei es ist natürlich eine Ehre für die Leute, deswegen sollte man sich dann überlegen, ob man wirklich jemanden opfern möchte, den man nicht mag, weil das ist ja für ihn eine Ehre, deswegen wäre es ja eigentlich dann sogar ein Gefallen, den wir ihm tun, würden, dann quasi gestehen, dass er über uns gesiegt hat, ist sicherlich auch Roleplay-technisch interessant. Aber die großen Blutopfer ebenfalls Bestandteil des Northern Lords DLCs. Die letzte große Änderung im DLC sind spezielle Dynastien der nordischen Kulturen. Das heißt, wenn ihr das Ganze freischaltet, erhaltet ihr zwei neue Perks, die ihr freischalten könnt. Das wäre zum einen der Abenteurer-Perk und einmal der Plünderer-Perk. Kann man natürlich auch beides freischalten. Und das ermöglicht es uns dann quasi gezielt Abenteuer oder halt plündern zu gehen, was dann für die jeweilige Spielweise Vorteile mit sich bringt. Aber natürlich kann man auch beides machen, wenn man sagt, okay, ich möchte eher aggressiv spielen oder auch natürlich als Abenteurer agieren.
Hat also beides Vorteile und kann man auch miteinander verbinden. Wichtig dabei ist, es kommt jetzt auch natürlich mit dem Rework der Dynastie-Legastien, also der Vermächtnisse der Dynastien, das wird ja überarbeitet. Die ganzen Perks werden überarbeitet, das Freischaltsystem wurde überarbeitet, kommt ebenfalls alles mit Patch 1.3 und ermöglicht es einem dann quasi für weniger Punkte erstmal mehr freizuschalten, aber im Laufe des Spiels wird es dann quasi trotzdem teurer. Das heißt, man kann zwar generell mehr freischalten, aber es soll fast unmöglich sein, alles freizuschalten. Aber wenn man es richtig macht, soll man es trotzdem können. Also man soll in der Lage sein, rein theoretisch fast alles freizuschalten, aber es wird sehr, sehr schwer. Muss man dann wirklich gucken, wie sich das natürlich dann im Mid- und Late-Game-Balancing technisch, wie das spielerisch funktioniert. Man kann natürlich auch hergehen und seine Dynastie möglichst groß machen. Das geht natürlich auch rein theoretisch. Das wäre dann natürlich wieder etwas einfacher, das alles freizuschalten. Aber als normaler Spieler, wenn du dein eigenes Reich hast, mit deinem eigenen Haus, deiner eigenen Dynastie, keine unabhängigen Herrscher aus deiner Dynastie entlässt, dann sollte es nicht möglich sein, alles freizuschalten. Aber es soll auf alle Fälle abwechslungsreicher werden und es soll deutlich mehr Sinn machen als die aktuellen Dynastievermächtnisse, denn die sind ja nicht wirklich groß was Sinnvolles, finde ich. Ich denke mal, da geben mir auch viele recht. Und das hat man dann bei Paradox selber auch so gesehen. Was ebenfalls neu mit reinkommt für nordische Kulturen, sind die Runensteine. Die kann man alle aufstellen, alle 10 Jahre und kostet einen aktuell 50 Gold. Die bringen einem Vorteile in einem unserer Grafschaften. Einen von drei verschiedenen Vorteilen. Wichtig dabei ist, sobald natürlich diese Grafschaft fällt, also einem nicht mehr gehört, indem dann jemand anderes sie erobert, etc., dann verliert man diesen Runenstein wieder. Wird er quasi abgerissen. Na, die Römer würden den zum Beispiel wegkloppen, auch wenn es die damals ja gar nicht mehr gab. Aber die finden das natürlich nicht so lustig, wenn auf einmal so ein Stein rumsteht und er würde natürlich abreißen. Deswegen sollte man da aufpassen. Das gibt einem übrigens auch noch Frömmigkeit und Prestige. Was eigentlich schon interessant ist, denn wenn man jetzt zum Beispiel mal überlegt, wir haben jetzt einen Herrscher, der lebt 60 Jahre, der herrscht 60 Jahre, also er kann das 6-mal ausführen, der würde dann zum Beispiel 1500 Frömmigkeit bekommen, nur durch die Runensteine, was ja ziemlich billig ist. Zusätzlich zum passiven Frömmigkeitsgewinn und durch die Pilgerreisen ist es dann eigentlich sogar fast ziemlich einfach, mit jedem Herrscher rein theoretisch eine eigene Religion zu gründen, weil das unter Anführungsstrichen steht, denn eigene Religion zu gründen mit Papst etc. ist ja teurer jetzt. Ne? Also wenn man Papst werden möchte, braucht man ja schon mal automatisch mehr heilige Stätten. Ich glaube, eine mehr ist es jetzt. Und das dürfte dann balancing-technisch auch wieder ein bisschen schwieriger werden. Aber grundsätzlich ist es eine coole Sache. Natürlich mit dem Flavor Pack dann das mit einzubauen. Ist natürlich jetzt nicht Free DLC, das ist hier Paid Content, okay? Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr das Flavor Pack kaufen. Dann gibt es jetzt noch Sachen, die sind so nicht aufgeführt. Die muss man kennen. Was ebenfalls nämlich neu ist, mit dem DLC sind neue Innovationen. Es gibt neue Innovationen, die man freischalten kann, wenn man eben den Flavor Pack besitzt. In einer der nordischen Kulturen, auch hier wieder wichtig, wir reden hier wirklich nur von nordischen Kulturen. Also wenn ihr irgendwo in Europa spielt oder Afrika, habt ihr das alles nicht, okay? Das ist nordisches Zeug. Das ist nur wichtig für euch, wenn ihr im Norden oben seid. Es gibt eben neue Innovationen, es gibt neue Entscheidungen mit dem DLC, es gibt Berserker, es gibt viele neue Entscheidungen, habe ich gerade schon gesagt, es gibt neue Geschichten, also man hat auch wirklich Wert drauf gelegt, dass es dann mehr geschichtlich zu erleben gibt im Laufe des DLCs, dass man einfach ein bisschen mehr Abwechslung drin hat, man kann neue Events auch erleben mit dem neuen Wettersystem im Winter, da gibt es dann auch wieder Events, die da ineinander greifen, das muss man alles mal später anschauen. Was sich da uns alles so erbietet und angibt, ne? Was dann hier alles so mit eingebaut wird. Das ist jetzt natürlich noch schwierig zu sagen, was da alles neu mit drin ist. Aber alles in allem kann man sagen, für 6,99 € erhält man hier etwas mehr Tiefgang für die nordischen Kulturen. Ne? Man erhält eben die Möglichkeit, dass man Invasionen startet in andere Länder. Quasi Invasionen, ja, man macht sich quasi unabhängig eine Horde. Hordenmechanik kennt man auch aus Road and Total War zum Beispiel. Barbarian Invasion. Gab es das auch, gab es ja auch schon dieses Invasion-System, quasi wenn man keine Heimat mehr hatte oder wenn man seine Heimat aufgegeben hat, konnte man ja dann quasi eine neue Heimat finden. Dann gibt es neue Musik, bisschen neue Grafiken, neue Einheiten, ja, neue Möglichkeiten der Entscheidungen, neue Events. Ist die Frage, lohnt sich das für 6,99 €? Denke mal, ganz ehrlich, das kommt drauf an. Wenn ihr jetzt kein Spieler seid, der gerne eine nordische Kultur spielt, ist es eher nichts für euch. Wenn ihr allerdings jemand seid, der gerne Nordisch spielt, Wikinger, ne, dann ist es natürlich schon was für euch, dann kann man das wahrscheinlich schon auch empfehlen. Das war aber noch nicht alles. Mit diesem Flavor Pack kommt nämlich auch Patch 1.3. Patch 1.3 kommt ebenfalls am 16.03. Der ist kostenlos und bringt unter anderem mit Winter. Winter ist einer der ersten großen neuen Features,
mit Patch 1.3. Und zwar wird sich die Karte anpassen, es gibt neue Sounds, das Versorgungssystem wurde überarbeitet mit Winter. Das heißt, es ist so, wenn natürlich Winter herrscht, dann frieren die Truppen natürlich etwas und können auch erfrieren. Und da muss man natürlich dann auch aufpassen, auch das Versorgungslimit ist dann natürlich niedriger im Winter als im Sommer. Und das wird sicherlich relativ interessant, ne? Es gibt eben auch neue Sounds, es gibt Schneestürme, die Karte ändert sich dann auch, die Winter sind auch immer unterschiedlich, das heißt, der Winter ist mal ein bisschen stärker, mal ist er schwächer. Es ist auch so, dass man auf der Karte sehen kann, wie stark ein Winter ist, in welcher Region, und da muss man quasi auch mal ein bisschen aufpassen. Und das nächste große kostenlose Feature sind eben die poetischen Gedichte, die Poesie, die da neu mit reinkommt und es einem dann ermöglicht, quasi nicht nur Leute zu umgarnen, zu loben, sondern auch zu beleidigen, aggressiv zu sein, gemein. Und das ist eine relativ coole Hinzufügung zum Spiel, weil es einem da auch eben wirklich ermöglicht, wieder ein bisschen mehr Roleplay mit einzubauen. Es gibt weitere Möglichkeiten, wie man mit Charakteren interagieren kann. Und es fügt dem Spiel einfach nochmal ein bisschen Tiefgang mit hinzu, wie ich finde. Und das ist eine relativ coole Sache, dass es eben auch kostenlos mit dabei ist. Die letzte große Sache, die dazu kommt, ist die Duelle. Duelle ermöglichen es einem quasi, ja, Leute, die man nicht so mag, vielleicht irgendwie beiseite zu schaffen. Das Ganze läuft dann auch über den Perk-Tree. Also muss man auch quasi freischalten. Und da kann man quasi Duelle starten, zum Beispiel auch gegen Rivalen. Muss aber auch nicht unbedingt immer ein Rivale sein. Im Laufe dieser Duelle, das sind quasi so kleine Boxkämpfe. Nur jeder Kampf läuft dann quasi anders ab. Man muss während des Kampfes kluge Entscheidungen treffen. Es kommt auch mit drauf an, wie hoch der eigene Kampfgeschickswert ist. Und das entscheidet dann quasi über Sieg oder Niederlage, ob jetzt euer Charakter stirbt oder ob er lebt. Ja? Also ist eine relativ coole Sache. Rivalen, wenn man da Glück hat, stirbt dann natürlich so ein Rival. Ist natürlich ärgerlich für den Rivalen. Wenn man Pech hat, stirbt man selber. Da muss man natürlich aufpassen. Das wird alles relativ gut umschrieben. Das schauen wir uns natürlich alles in Ruhe an dann, wenn es soweit ist, wenn die Embargos gedroppt sind, wenn das alles rauskommt und ich dann auch genug Zeit hatte, das selber zu testen. Denn ihr kennt mich, ich bin keiner, der hier groß, schnell irgendwelche voreiligen Videos macht. Nein, bei mir geht es eher darum, dass wir hier eben möglichst interessant, schnell und gut möglich informiert werden und danach uns eben dann die tieferen Neuigkeiten anschauen. Ansonsten bringt Patch 1.3 eben noch die große Überarbeitung der Dynastievermächtnisse mit sich. Das ist eben auch relativ interessant, wie das Ganze dann ausschauen wird. Und da darf man natürlich nicht vergessen, diese ganzen kleinen anderen Balance-Changes, KI-technisch wieder ein bisschen KI-Überarbeitungen, der Papst wird abgeschwächt, Religionen werden verändert. Und das schauen wir uns, wie gesagt, alles in Ruhe an, wenn es dann soweit ist, wenn ich dann ein bisschen Zeit hatte, mir das anzuschauen. Dann gibt es dann nochmal ein XXL-Video am Mittwoch oder am Donnerstag zu. Wichtig war jetzt erst mich euch heute alles zu zeigen, was hier denn Neues kommt am Dienstag, den 16.03. mit dem Flavor-Pack und dann natürlich auch mit dem Free-Patch 1.3. Von mir war es das für heute. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und hoffe, das Video hat euch gefallen. Eure Meinung zu dem Ganzen auch gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das so? Die Inhalte, die es da so gibt. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.